Ja, auf dem Außengelände gibt es auch noch mehr zu sehen. Neben Fahrzeugbestückung, was man hier so sieht, was man alles so machen kann, Abrollbehälter und so, sieht man hier. Und wir sehen hier auf dieser Seite, sieht man wunderbar, was man auch im Thema Zeltaufbau, schnellen Zeltaufbau so machen kann. Ich habe hier natürlich den Fachmann von Meyer Medizintechnik hier, ja. Markus. Hallo Feuerwehr Willi, grüß dich. Hallo. Schön, dich wieder zu sehen am Stand. Genau, wir haben ja schon mal ein Live-Video gemacht, aber ich habe gesagt, wir machen es einmal mit dem richtigen Bild bei Freund Übertragung mal so ein bisschen. Genau, ihr wollt ja auch ein bisschen was erfahren, ne? Genau, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz, nur mal kurz zusammengefasst erzählen, was das hier ist für ein Zelt. Würde mich mal interessieren. Ja, dieses ist ein Humanity Tent von Geib, so ist der Name. Insgesamt handelt es sich um ein Schnelleinsatzzelt. Schnelleinsatz, weil es kann ruckzuck mit Luft befüllt werden, steht innerhalb von 2 Minuten und anschließend müssen nur noch die Seitenteile in das Zelt eingeführt werden, sodass sie innerhalb von 8 Minuten etwa ein komplettes Zelt hier einsatzbereit stehen haben. Das kannst du entweder mit Druckluft aufpumpen oder mit einer Elektropumpe. Ja. Und wenn das Gerüst steht, dann kommen einfach nur die Wände rein. Es wird an dem Ballastkissen befestigt. Ja. Und somit hast du das Zelt ganz schnell stehen. Okay, das heißt, wir können es aufpumpen, üblichen PA-Flasche oder mit, mit einer Elektropumpe, ne? Achso, dann sehe ich gerade, das war vorher noch nicht, dass ihr hier in die Laschen hier auch hier so irgendwie Wärmestrahler reinhängen könnt und sowas. Also zum Beispiel Beleuchtung. Kann man Wärmestrahler da reinhängen. Man kann aber auch mal eine Leine dazwischen spannen, um dann auch mal Bekleidung zu trocknen, wenn du das mal auf einer Jugendfreizeit nutzt. Ja. Das ist ja nicht nur unbedingt was für den Einsatz. Genau, und man kann natürlich auch diese Zelte, habe ich gelernt, wenn man mehrere davon hat, aneinander bauen und wie so ein kleines Zeltdorf verbinden miteinander. Man kann so Zwischenteile zwischensetzen. Und genau, du kannst entweder ein Zeltdorf bauen, indem du Zwischenelemente reinsetzt. Du kannst auch die große Variante, die wir hier haben, die 5x5 Meter Variante, mit einer 4x4 Meter Variante verbinden. Und wenn er mehrere Zelte zusammenpackt, habt ihr sogar einen Partysaal. Sehr schön. Und die Höhe ist nicht ein Verkaufsgag, das ist einfach, ihr macht so die Statik, kriegt ihr so besser hin. Durch, ne? Die Höhe, die ergibt sich aus der Statik. Hier haben wir jetzt eine Höhe von 4,20 Meter. Das Grundprinzip kommt eigentlich aus der Kirchenkuppel. Ja, stimmt. Durch die Bauform habe ich halt die höchste Stabilität. Dadurch ist das Zelt auch bis zu 80 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit geeignet. Voraussetzung ist natürlich, dass man es dann auch abspannt, ansonsten fängt das Zelt irgendwann an zu wandern. Ja. Ihr habt ja nur eine große Angriffsfläche, aber es wird nicht komplett einknicken. Und sobald es mal ein bisschen einknickt, was durchaus passieren kann, es stellt sich aber auch selber wieder auf, sodass ihr da keine Angst haben müsst. Ah ja, stimmt. Ja gut, beim Metallgestänge, wenn es dann einmal knickt, dann knickt es aber durch. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei, ja genau. Ah, interessant. Ja, guter Gedanke. Okay. Also das habt ihr hier und ich habe gesehen, ihr habt ein bisschen Beleuchtungsgerät. Ne? Hier wird auch fleißig getestet und ich habe gesehen, hier diese LED-Lenser hier für Beleuchtung für Zelte, das ist magnetisch. Hier kann man natürlich also auch mit einer Handy-App einfach die Helligkeit steuern. Wenn das oben irgendwo angebaut ist, dann kann man hier mit einem Schieberegler auf dem Handy heller, dunkler machen. Ne? Also gibt es so verschiedene Variationen. Also interessant. Super. Vielen Dank. Und wir gucken weiter. Euch noch viel Spaß. Danke. Die Messe ist vielseitig. Wir sind jetzt im Außengelände, eigentlich auf dem Weg gerade zum THW. Da werden wir gleich filmen. Aber ich bin gerade vorbeigekommen und dich habe ich schon mal getroffen. Und zwar auf einer kleinen, ich sage euch ehrlich, kleinen Messeparty. Moin. Moin. Hi. Und du hast mich eingeladen. Ich habe gesagt, halt, stopp. Genau. So. Kurz, was hast du denn für neue Systeme hier? Ja, also erstmal vorweg, ich bin selbst Feuerwehrmann und wir haben ein neues Verlastungssystem entwickelt. Das ist ein Tragekorbsystem für schwere Materialien, für technische Hilfeleistungsmaterialien und so weiter. Und erstmals für Handschuhe und ohne Handschuhe ergonomisch aufgebaut. Ohne Handschuhe? Ja, machen wir natürlich im Einsatz nicht. Genau, also man könnte es theoretisch mit einem Gerät raus, aber eigentlich mit einem Handschuh, ne? Eigentlich machen wir es mit Handschuhen. Genau. Können wir uns auch schon mal anziehen. Okay. Und der Vorteil, den wir haben, ist erstmal, dass wir sehr leicht sind, verglichen mit anderen Systemen, also mit Aluboxen. Kannst unser System wie einen Koffer tragen, dicht am Körper. Hast ein offenes System, was du reinigen und ausspülen kannst. Und wenn wir es mal zu zweit nehmen wollen, im Koffergriff, hast du sauber 180 Grad fürs Handgelenk. Das heißt, selbst wenn wir es oben ausladen und es dann runterführen, hast du die Freiheit fürs Handgelenk.
Und wenn es mal ein bisschen enger wird, greifst du um auf die Eckgriffe, kannst es hochkant tragen, durch eine Hecke, in einem Treppenhaus. Wir sind kein Innenangriffssystem, weil wir hier auf Kunststoffteile setzen, aus Gewichtsgründen. Also nicht für einen Innenangriff. Das heißt, was ist das hier für ein Knubbel? Das ist eine Lampe. Wir können an gewisse Punkte können wir adaptieren. Und können eine Lampe einbauen. Wir haben da unseren Rahmen für später Beleuchtungssysteme, 230 Volt und Akku. Und da können wir an die Punkte adaptieren und können dann genauso leicht, genauso praktisch arbeiten. Okay. Und das Ganze ist auch noch ein größer. In Schlauchtragekaufformat, wo wir dann zum Beispiel ein komplettes Kettensägen-Set haben. Und wenn du da mal mit loslaufen willst, kannst du alleine dicht am Körper ergonomisch komplette technische Beladung mitnehmen, schmeißt du dir irgendwo hin und fängst an zu arbeiten. Und mit Thomas Wiss zusammen haben wir es auf dem Fahrzeug verbaut, saugseitiges Zubehör, Hebekissensatz und Verkehrsabsicherungsset. Kannst du alles schnell greifen, alles die Sachen, die du im Set. Weißt du, was ich wahrscheinlich auch machen würde, wenn es so drin ist, ist so sauber, wie es so ist, abwaschen oder so. Du kannst es mit dem Schnellangriff ausblasen. Ja. Steckst es ins Fahrzeug und lässt es im Fahrzeug trocknen. Das ist cool. Muss keine Kisten mehr gegen das Gerät aufstellen. Das ist gut. Passt das, ist echt gut. Gerne. Nimm den Griff. Lass mal kurz mal hochheben. Also man kann überall anfassen. Ja, also wir haben schon die Griffe als Hauptgriff. Ja, ich wollte mal gucken. Okay. Die liegen über dem Schwerpunkt, dass es sauber durchpendelt. Der liegt unten, dass du ihn sauber am Körper tragen kannst. Und damit sind wir leichter und ergonomischer als das, was es so gibt. Wir wollen definitiv nicht alles ersetzen, das können wir gar nicht. Aber für die Sachen, die man in dem System verlasten kann, Flaschen, Hebekissensatz, solche Sachen, Hydrauliksätze, da sind wir deutlich leichter und besser als andere. Aber ist nicht für Schläuche gedacht, was? Wenn du zum Beispiel einen flachen Korb nimmst, du kriegst es in drei Höhen, 170, 220, 320, wenn du einen flachen nimmst und drei Schlauchpakete nebeneinander bindest, wie hier, also auf dem Boden verzurrt, kann sich jede Feuerwehr selbst auf dem Boden anbohren oder wir statten die vorher aus. Und dann kannst du zum Beispiel drei Schlauchpakete oder wo wir auch schon drüber nachgedacht haben, bei uns in der Wehr, sämtliche Strahlrohre in so einem Koffer, nimmst die linke an den Verteiler, rechte an den Strahlrohrkoffer, schmeißt das Ganze dahin und die Jungs können anfangen. Also das ist ja das Schöne. Also erstmal schönen Dank. Ich fand das total interessant und hilfreich. Gerne. Man muss immer ein bisschen, ich will nicht sagen, dass immer alles neue toll ist. Ich finde es aber super interessant. Ich finde es eigentlich auch toll. Ja. Ich werde es mir nochmal in Ruhe angucken. Ja. Nur, dass ihr aber wisst, und das ist das Schöne an der Messe, man kriegt sowas halt mal mit. Das hat man sonst in der eigenen Wehr halt nicht eigentlich meistens. Ne? Ja. Also dafür schönen Dank. BOS heißt das, BOS Craft. BOS Craft und wir sind ab Januar 2020 zu kaufen. Ach, gibt's noch gar nicht auf dem Markt. Ja, das sind jetzt die letzten serienfertigen Prototypen. Und jetzt mit dem, was wir auf der Messe gehört haben, werden wir uns jetzt nochmal die Karten legen und werden dann sehr wahrscheinlich dann bald da sein. Okay, also noch nicht bestellen, gibt's noch nicht. Ihr könnt uns aber gerne eine Anfrage schicken. Alles, was Bestückungen angeht, wenn ihr spezielle Fragen habt, irgendwelche Wünsche, was könnt ihr reinpacken? Wir haben jetzt auch schon einiges Material bei uns zum Testen, was reingeht, was Sinn macht. Wir werden auch Standardbeladungen anbieten. Und dann könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Dann können wir euch schon mal Ausrüstungswünsche beantworten, gucken, was reinpasst. Da sind wir schon mal erreichbar. Und eine Kleinigkeit, die ich gerade sehe, was mir ganz gut gefällt, ist, du hast hier auch so Muttern dran und sowas. Das heißt, du könntest theoretisch auch mal Teile, wenn es kaputt ist, einfach austauschen. Ne, wir haben es bewusst so gemacht. Standardwerkzeug, jeder Gerätewart. Kann innerhalb von 15 Minuten, wenn mal was kaputt geht, direkt reparieren für einen schmalen Taler. Wenn du ein paar Satzteile da hast. Wenn wir so leicht bauen, können wir natürlich nicht bombensicher bauen, das ist klar. Es hält auch, aber wenn man mal irgendwo doof reintritt oder irgendwo es runterfällt, bist du innerhalb von einer Viertelstunde wieder einsatzklar. Du brauchst nicht zur FTZ, du brauchst nicht irgendwas einschicken. Wir wollen auch kein Geld damit verdienen, dass wir irgendwelche teuren Reparaturen machen. Nee, habe ich auch gesehen, machen. Das finde ich auch ein Sondern Vorteil. Es ist alles Standard und Norm. Super, okay, ja? Vielen Dank, wir gucken weiter. Ja, sauber. Ich habe es ihm versprochen, ich habe ihn unterwegs getroffen, er hat mich erkannt vom TRW. Ja, man sieht schon, wie man mit der richtigen Kühlung trotzdem hart durchgreifen kann. Also es schafft schon gut weg. Also ich finde das immer gut, dass die hier so THW zum Anfassen machen, ne? Dass die Leute ein bisschen gucken können und sehen, was können die. Kernlochbohrung, einfach hier was wegsägen, ne? Wunderbar. Finde ich gut. Super.
schön ranzoomen einmal. Und dann aus. Wir sind jetzt hier im Außengelände, also draußen laufen viele Leute rum, hier ist gut was los. Na und dann waren wir jetzt hier zufällig am EWS-Stand und haben gesehen, kennt ihr die? Hallo! Hallo! Hallo. Also, ich meine eigentlich, die meisten müssen die Damen kennen. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Hallo, ich bin die Susi. Susi? Hallo, ich bin die Marie. Marie? Auch Marie-Lou genannt, ne? Oder? Ja, genau, Marie-Lou. Hallo, ich bin die Michelle. Hallo. Und ich bin die Sarah. Ja. Wie werdet ihr sonst so genannt? Feuerwehr-Bunnies oder so? Oder? Einfach die Feuerwehrfrauen. Die Feuerwehrfrauen. Komm mal in unsere Mitte. Also, ich werde mich jetzt extra ein bisschen doof anstellen und 30 Fehler reinsetzen, damit die Szene immer wiederholt wird. So. Das hat eine volle Belästigung auf. Oh, falls ihr gerade was sucht, das ist nicht eure Tasche. Nein, was macht ihr hier? Ihr habt hier so ein Meet and Greet, glaube ich, hier, ne? Genau, wir haben aktuell ein Meet and Greet bei EWS, genau. Das ist natürlich ein bisschen unfair den anderen gegenüber, dass ihr ausgerechnet hier steht, aber verdient. Nee, ist schön. Schön, euch mal getroffen zu haben. Ja, gleichfalls. Und, ja, danke, dass du da warst. Ja. Ja, und was macht ihr jetzt genau? Also, so ihr seid? Also, eigentlich sind wir alles Feuerwehrfrauen. Jeder, also aktiv, richtig. Genau, jeder ist aktive Feuerwehrfrau. Wir haben uns durch EWS vor 2 Jahren, war das ganz 2016, ja, per Zufall getroffen und lieben gelernt. Und seitdem sind wir die EWS-Family. Unsere Männer verstehen sich auch alle Bombe. Also wir sind so eine Zehnergruppe, die durch dick und dünn geht seitdem. Okay. Und wir sind ganz klar die auch alle Botschafter aktiv sind. Von EWS okay. geworden dadurch. Genau. Also aha, also richtig EWS-Botschafter, aber aus dem Fach. Und das ist mir wichtig, ja. Nicht nur jemand, der nur gut aussieht, sondern ihr seid auch vorfach und habt es auch richtig drauf. Naja. Ja. Gut, okay, das finde ich super. Sehr sympathisch. Ja, macht weiter so und ich habe meinen kompletten Text vergessen. Ich gehe jetzt weiter. Bis dann. Tschüss. So, danke schön.